Rolex. Die Modelle der sicherlich bekanntesten Uhrenmarke der Welt sind begehrt und teuer zugleich. Und ihr Weg an die Spitze der Luxusuhren ist absolut beeindruckend, quasi filmreif. Der Gründer, Hans Wilsdorf, ein Deutscher, wird mit 12 Jahren zum Waisenkind. Als er im Jahr 1960 stirbt, hinterlässt er ein Milliardenimperium. Und noch viel mehr, er hinterlässt eine Marke, die seit 100 Jahren zu den relevantesten der Welt gehört. Wie hat er das geschafft? Was waren die Geheimnisse seiner Erfolgsgeschichte? Sagen wir mal so, als Uhrenmarke kann man ganz gut Aufmerksamkeit generieren, wenn man es schafft, seine Uhren an den richtigen Handgelenken und in den richtigen Momenten zu platzieren. Als der erste Pilot 1947 die Schallmauer durchbrach, trug er am Handgelenk eine Rolex. Als ein U-Boot das erste Mal 10.000 Meter tief in den Ärmelkanal tauchte, war eine Rolex an der Außenwand des U-Bootes angebracht. James Bond, bedeutende Politiker und viele andere berühmte und mächtige Persönlichkeiten sind dem gefolgt und befeuern den Mythos um die Uhren bis heute. Aber mal von vorne begonnen. Hans Wilsdorf, 1881 geboren, kommt schon mit 19 Jahren mit dem Uhrengeschäft in Kontakt. Erst noch als Angestellter, aber schon 1905 gründet er mit seinem Schwager die erste eigene Firma. Damals noch unter dem Namen Wilsdorf & Davis erkennt er sofort das enorme Innovationspotenzial, das der Uhrenmarkt von damals bietet. Du musst dir das so vorstellen, Anfang 1920. Wir sprechen hier von einer Zeit, in der die meisten Menschen, gerade die Männer, nur Taschenuhren bei sich trugen. Diese galten als zuverlässiger und robuster. Armbanduhren wurden in dieser Zeit maximal von Frauen als Schmuck getragen. Sie hatten den Ruf, unpräzise zu sein. Die Armbanduhr war zu dieser Zeit weit weg von ihrer heutigen Bedeutung. Wilsdorf will den Markt revolutionieren. Die Inspiration dazu fand er unter anderem auf seinen Reisen durch die Welt. Auf diesen tauscht er sich mit vielen internationalen Uhrmachern aus und sammelt so ein großes Wissen an. Er beauftragt seinen Lieferanten, ihm solide Uhrwerke zu bauen, die in sein Gehäuse für Armbanduhren passen. Der Siegeszug der Armbanduhr beginnt und Hans Wilsdorf wird seiner Linie treu bleiben. Er bleibt ein Innovationstreiber. Die ersten wasserdichten Armbanduhren, die erste Armbanduhr, die sich durch Bewegung selbst aufzieht, die Neuentwicklungen von Rolex sind meist bahnbrechend. Wilsdorf hat mit seiner Marke überhaupt erst die Weichen dafür gestellt, dass in der Welt der Uhren Markennamen überhaupt eine Relevanz haben. Denn zu seiner Zeit war es nicht üblich, dass die Hersteller ihren Namen auf die Zifferblättern der Uhren platzierten. Doch Wilsdorf verstand früh, wenn er eine Marke kreieren wollte, die sich in den Köpfen der Menschen einbrennt, muss er den Markennamen Rolex unweigerlich mit seinen Uhren und der hohen Qualität, die sie bis heute bieten, verbinden. Auch war er der Erste, der seinen Uhren Namen gab. Wir kennen sie bis heute. Modelle wie die Datejust, Submariner und GMT Master. Aber was bedeutet der Name Rolex eigentlich? In Wilsdorf steckt zweifellos ein Marketinggenie. Laut Erzählungen suchte er einen Namen, der ebenso einprägsam wie kurz war. Außerdem sollte er in allen europäischen Sprachen gleich ausgesprochen werden. Er schien also früh eine Vision für seine Marke zu haben. Er wusste, was sie verkörpern sollte und hatte sich internationalen Erfolg zum Ziel gesetzt. Und er wusste nicht nur, für was die Marke Rolex stehen sollte, er wusste auch noch, wie er sein Ziel erreichen konnte, genau diesen Mythos um seine Marke zu erschaffen. Er sorgt dafür, dass die Uhr von den bekanntesten, mächtigsten und mutigsten Menschen der Welt getragen wird. Er verknüpft seine Uhren so mit den Attributen, die diese Menschen verkörpern. Wie genau lief das ab? Den ersten großen Werbecoup landet Rolex 1927, als eine Engländerin beweisen wollte, dass sie den Ärmelkanal durchschwimmen kann. Sie war 10 Stunden im Wasser unterwegs. Die Rolex Oyster überstand den Trip ohne Schaden. Wie Rolex heute auf der eigenen Webseite schreibt, zu behaupten, eine Armbanduhr sei wasserdicht, ist eine Sache, dies auch zu beweisen, eine ganz andere. Und dies ist erst der Anfang. Sobald es um Rekorde und Extremsportler geht, ist Rolex mit seinen Marketingmaßnahmen ganz vorne mit dabei. Übrigens eine Marketingstrategie, die einem bekannt vorkommt, oder? Der Gipfel des Mount Everest, Expeditionen in die Tiefsee. Rolex zieht mit solchen Aktionen absolute Aufmerksamkeit auf sich und beweist, dass die Uhren auch in Extremsituationen zuverlässig funktionieren. Durch geschickte Marketingkampagnen sorgt das Unternehmen dafür, dass die Aktionen von einer breiten Masse wahrgenommen und in den Köpfen der Menschen untrennbar mit der Marke Rolex verknüpft werden. Und dann profitiert Rolex auch einfach von einem gewissen Schneeballeffekt, der sich bei der Verbreitung der Marke ergeben hat. Eine tragende Rolle spielen dafür die vielen Markenbotschafter von Rolex. Ob bezahlt oder unbezahlt, sie alle tragen sie. Rolex ist damals sogar bestrebt, seine Uhren an einflussreiche und bekannte Menschen zu verschenken. Wie gesagt, Wilsdorf war ein Marketinggenie.
Mächtige politische Persönlichkeiten ihrer Zeit wie Che Guevara, Konrad Adenauer, diverse US-Präsidenten, sogar der Dalai Lama besitzt mehrere goldene Rolex-Modelle. Ihrem Beispiel sind bis heute unzählige Hollywood-Schauspieler, Profisportler und Musiker gefolgt. Die Liste der großen Namen ließe sich hier beliebig lang gestalten. Sogar James Bond trug in seinen Filmen, die gerade früher extrem das damalige Bild eines Supermannes prägten, immer wieder Rolex-Uhren. Diese berühmten Influencer haben der Marke damals schon einen extremen Push gegeben. Eines darf man aber nie vergessen: Ohne eine perfekte Qualität, sowohl in der Verarbeitung wie auch im Design, wäre der Siegeszug von Rolex nicht möglich gewesen. Die Uhren haben stets neue Maßstäbe gesetzt. Sie galten schon früher als präzise, robust und hochwertig. Heute übernimmt Rolex die komplette Produktion der hochwertigen Modelle an 4 Standorten in der Schweiz selbst. An Zulieferer von Rohstoffen wird stets ein extrem hoher Standard verlangt. Qualität steht bei Rolex schon immer ganz oben auf der Prioritätenliste mit dabei. Heute sind die Uhren schwer zu bekommen. Die Wartelisten sind lang. Die produzierten Stückzahlen können die hohe Nachfrage meist nicht im Ansatz bedienen. Hier gibt es verschiedene Vermutungen, warum das so ist. Rolex erklärte dazu, dass die aktuelle Kaufanfrage schlicht die Produktionskapazität übersteige. Aber am Ende ist natürlich klar, dass dies auch die Preise der Uhren befeuert. In Kombination mit dem genialen Marketing wurde ein Mythos um die Uhren geschaffen, der sich mit der Zeit immer mehr verselbstständigt und bis heute anhält. Das Standing der Marke ist gigantisch. Jeder auf der Welt kennt Rolex. Es ist sogar spannend zu beobachten, dass Rolex-Uhren überall auf der Welt zu sehr ähnlichen Beträgen gehandelt werden. Dies ist wirklich beeindruckend und zeigt das weltweite Vertrauen in die Marke Rolex und ihren Wert. Die Rolex-Uhren verkörpern Werte wie Eleganz, Qualität, Zuverlässigkeit und in gewissen Teilen sicher auch Macht und Status. Hans Wilsdorf stirbt am 6. Juli 1960. Seine Firma überträgt er noch zu Lebzeiten an eine eigens gegründete Stiftung. Diese hält heute noch 100% der Anteile. Neben dem Fortführen der Geschäfte engagiert sie sich für wohltätige Zwecke. Das war ein kurzer Einblick in die Erfolgsgeschichte von Hans Wilsdorf und seiner Firma Rolex. Es gäbe sicherlich noch viel mehr über die lange Geschichte der Firma zu erzählen. Über viele Hürden, wie zum Beispiel die Weltkriege, die das Bild auf Deutsche und ihre Firmen in dieser Zeit natürlich stark beschädigten. Aber all dies würde den Rahmen des Videos sprengen. Wer mehr wissen will, findet online sehr einfach weitere Infos. Auch meine Quellen sind in der Beschreibung verlinkt.